Die Anzahl der Smart Home Devices nimmt rasant zu. Die Zeit, in der Smart Home Devices auf den Markt gebracht werden, wird immer kürzer, sprich die Entwicklungszyklen sind geringer, die Geräte werden immer günstiger. Dadurch bleibt für die Hersteller von diesen Smart Home Devices weniger Zeit, Ressourcen übrig, um tatsächlich Security-Mechanismen sauber zu implementieren. Das, was man letztendlich in den letzten 20 Jahren im IT-Security-Umfeld gelernt hat, Verschlüsselung, Absicherung, Patching und, das findet schlicht und einfach nicht statt. Und dadurch finden Hacker viel leichter einen Zugang zu diesen Smart-Home-Geräten und haben dann in kurzer Zeit Zugriff auf viele Tausende, Millionen Geräte, um DOS-Attacken durchzuführen oder um sich von diesen Geräten weiter in die internen Netze zu hacken. Und dazu kommt, dass es inzwischen automatisierte Tools gibt, die den Angriff wesentlich erleichtert haben. Und das alles zusammengenommen führt dazu, dass sich die Situation nicht unbedingt verbessert. Der Name NAC sagte schon, um was es geht, Network Access Control. Es geht darum, alle Geräte, die in einem Netzwerk unterwegs sind, zu erkennen, zu identifizieren und dann einer Policy zu unterwerfen. Sprich, wir wollen wissen, wer sich mit welchem Gerät wo im Netzwerk bewegt und was er dort tut, um letztendlich dann einen holistischen Security-Ansatz implementieren zu können. Und dieses Produkt Fortinet integriert sich in unsere Security Fabric mit unseren anderen Produkten, sprich, die tauschen untereinander Telemetriedaten aus, Threat Intelligence Daten, und so sind wir in der Lage, ein Gesamtbild über das gesamte Netzwerk zu bekommen und festzulegen, welches Device an welcher Stelle im Netzwerk ist, was es dort tut, was es dort tun darf. Man bekommt Visibility, Kontrolle über das Netzwerk und einen wesentlich gesamteren Ansatz, Security im Netzwerk zu implementieren, als ohne die Netzwerkzugriffsebene. In die Cloud selber sind Mechanismen der Security natürlich eingebaut, was die Plattform betrifft. Auf das hat man als Anwender ja auch gar keinen Zugriff. Also man muss davon ausgehen, dass die Cloud-Plattform an sich secure ist. Das, was sie in der Cloud selber betreiben, da sind sie komplett selbstverantwortlich für die Security. Und da gelten die gleichen Mechanismen, die wir in den letzten 20 Jahren in der IT-Security implementiert haben. Vertraulichkeit, Confidentiality, Verschlüsselung, Zugriffssteuerung und die ganzen anderen Themen, die relevant sind. Wenn man das konsequent in der Cloud weiter betreibt, so wie man es bisher in der traditionellen IT betrieben hat, dann ist Security in der Cloud gar nicht so anders. Wobei man natürlich betrachten muss, welche Cloud-Deployment-Modelle hier zum Tragen kommen. Für SaaS-Anwendungen gelten andere Security-Mechanismen wie für PaaS oder IaaS-Anwendungen. Insofern muss man da ein bisschen differenzieren. Aber letztendlich, wenn man Security von Anfang an mitdenkt in den Projekten und konsequent implementiert, dann ist es gar nicht so sehr unterschiedlich zu dem, was man bisher gemacht hat. Nur leider wird es gern übersehen und vergessen, weil es gilt der Grundsatz, die Cloud ist secure, und das wird dann einen Schritt zu weit gedacht. Besser ein Stück zurückgehen, nochmal drüber nachdenken, implementieren, und dann kommt man zu einer sicheren Lösung.